Hallo, ich bin Lena. Vor kurzem ist mir im Betrieb, am schwarzen Brett des Betriebsrates, ein Aushang aufgefallen. Bekanntmachung stand da. Und Wahlausschreiben. Für die Wahl des Betriebsrates. Wofür brauchen wir eigentlich den Betriebsrat? Was sind dessen Aufgaben? Und wer kann da alles mitmachen? Ich könnte mal Daniel fragen, der ist doch Betriebsratsmitglied. Daniel wird mir meine Fragen ganz sicher beantworten können. Ich rufe ihn am besten einfach mal an und mache einen Termin mit ihm aus. Es hat geklappt. Daniel hat sich Zeit für mich genommen und mir alles genau erklärt. Der Betriebsrat vertritt die Mitarbeiter gegenüber der Unternehmensleitung. Er muss zum Beispiel bei Neueinstellungen, Kündigungen und Versetzungen angehört und beteiligt werden. Außerdem handelt er Betriebsvereinbarungen aus und sorgt für die Einhaltung von Gesetzen, Unfallverhütungsvorschriften und Tarifverträgen. Der Betriebsrat kontrolliert den Arbeitgeber und schützt den Arbeitnehmer. Er nimmt seine Mitbestimmungsrechte wahr und somit auch Einfluss auf die Ordnung im Betrieb. Hierbei lässt sich der Betriebsrat von den Gewerkschaften unterstützen. Und was ist besser als eine starke Gewerkschaft im Betriebsrat? Zwei starke Gewerkschaften. Die christliche Gewerkschaft Metall, CGM, tritt in vielen Unternehmen auch 2022 wieder zur Betriebsratswahl an. Da wählen auch immer bedeutet, eine Auswahl zu haben. Daniel hat mich überzeugt. Betriebliche Mitbestimmung ist wichtig. An der Wahl teilzunehmen, heißt seine Zukunft mitzubestimmen. Deshalb werde ich wählen gehen, und zwar die christliche Gewerkschaft Metall.